Es wäre jetzt richtig schön, wenn alle unsere Magier Kampfzauber hätten. Also den Bienenschwarm für unsere Druiden und Gedankenschlag für unsere Priesterin und so weiter. Aber das kriegen wir schon hin. Gold kriegen wir einigermaßen durch die Goblins. Au, au, nicht so nah ran. Nicht. Au, au, au. So. Okay, und Runden basieren an, damit sie nicht ausweichen können. So. Piu. Kaputt. Sehr schön. Zing. 283. Oh, da hinten sind eine Menge. Hinter uns ist nichts, okay. Sollten wir trotzdem gleich mal reingucken, ob da noch irgendwelche Kisten oder sowas sind. Oh, das läuft richtig gut. Also ja, stellt euch mal vor, wir hätten eine Gruppe, die wirklich mit Bogen kämpfen würde. Also Schützen zum Beispiel. Dann könnten wir echt durchgehend nur rumtackern und müssen uns gar keine Sorgen machen um Mana oder dergleichen. Oh oh. Das ist ein Goblin Lord. Da sollten wir doch mal anfangen, rückwärts zu laufen. Komm, rückwärts. Laufen. Gleich ist er dran. Und ist tot. Sehr schön. Und eine Lederrüstung. Können wir das wirklich brauchen? Also eine ganz normale, aber. Das kann ich nicht erkennen. Die können wir alle verkaufen. Da müsste doch langsam gut was zusammenkommen. Plünder können wir später. Müllhaufen wollen wir nicht mitnehmen. Fässer. Ein rotes Fass und ein violettes Fass. Das sind magische Fässer. Die kann man einmalig benutzen. Also die respawnen, glaube ich, nach einem Jahr. Aber man kann sie einmalig benutzen. Und die erhöhen dann permanent Fähigkeiten. Also aber das rote Fass macht noch Stärke, wenn ich mich richtig erinnere. Oh. Reaktion. Und leer. Ah, wir haben das Violette aus Versehen zuerst getrunken. Okay, also Violett macht Reaktionen, merken wir uns, und Rot macht Stärke. Sehr gut. Oh, Fackellicht ist aus und wir sollten eh mal kurz schlafen. Wir können auch schlafen, wenn die Anzeige um die Helden herum gelb ist. Problem ist dann halt nur, dass wir überrascht werden können von Gegnergruppen, was manchmal ziemlich garstig ist, weil die doch recht nah an einem dran auftauchen können. Das muss ja nicht sein. So, erstmal ohne Magie. Einfach nur die Ratten wegschießen. So. Oh, die kommen viel zu nah ran. Okay, doch mit Magie. Alles, was wir können. Rückwärts laufen. So. Und das sind nur normale Goblins, richtig? Hobgoblin. Oh, das ist eine Stufe höher, aber ist auch nicht so viel stärker. Nur die Roten sind wirklich garstig, diese Goblin Lords. So, kaputt. Die schießen wir so weg. Aha. Gold. Da wäre eine Tür, aber ich will erstmal hier. Oh. Für Ordnung sorgen. Nicht gegen Ecken schießen. Das bringt nichts. Goblin, kein Hauptgoblin, kein Goblin Lord, nö, alles gut. Hinten ist eine Flattermaus. Oh. Und ich habe einen Goblin gehört. Genau, dahinter. Da. Du wolltest dich hinterrücks anschleichen mit deinen Kumpels. Die schießen übrigens auch zurück. Auch wenn das nicht allzu viel Schaden macht bei denen. So. Hier wäre auch aufgeräumt. Was haben wir hier? Rotes Fass. Gerogon. Orangenes Fass war Intellekt, also Talana. Und eigentlich auch Lunanera, aber beim Druiden ist das immer so eine Sache. Die hat eh schon recht viel, weil sie eine Elfe ist. So, hier geht's nicht weiter. Was haben wir hier? Ratten. Aber wenn die ganzen Gegner nicht wären und die Eingangstür ein bisschen repariert, dann wäre das doch ein ganz ansehnliches Schloss. Ich meine, allein schon so ein Riesenteppich muss Unmengen kosten. Nicht, dass wir ihn verkaufen könnten oder so, aber ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde. Die gesamte Inneneinrichtung verkaufen. Und dafür dann Zaubersprüche und Rüstung. Oh, 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 oh.
Weg, 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 weg. Wir haben null Nahrung. Das ist nicht so schön. Stirbst du bald mal? Du Feuerratte. So. Also eigentlich müssten wir jetzt rauslaufen zur Taverne. Aber wir haben ja unseren Koch, der einmal am Tag Rationen herstellt. Das heißt, ich schlafe jetzt einfach mal, ohne mich zu heilen. Und dann sollten wir eigentlich... Hier sind wir nicht sicher. Eine Ration bekommen. Außer ich habe da jetzt irgendwas radikal missverstanden. Warten wir nochmal kurz. Hier müsste es doch gleich irgendwo grün werden, oder? Genau, grün werden. Noch ein Tag rum, alle sind müde. Nö. Das finde ich jetzt nicht so schön. Was machst genau du? Zurück zu Trockenbrot und Wasser, hä? Nee. Achso. Wir müssen es manuell auswählen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Ich verhungere hier. Und wir brauchen zwei. Können wir mal was zu essen haben? Ja, Talana, wir laufen schon raus. Also, so toll finde ich ihn jetzt nicht mehr. Weil ich werde es garantiert jeden Tag vergessen. Oder nur ab und an, wenn ich es brauche, benutzen. Und dann wird es zu wenig sein, um ordentlich schlafen zu können. Also ich glaube, ich schmeiß dich jetzt schon raus. Entlassen. So. Da sind mir die Köche lieber, die dafür sorgen, dass man weniger Rationen braucht zum Schlafen. Also wir laufen jetzt zur Taverne, schlafen eine Nacht. Dann kaufen wir die Rationen. Dann verkaufen wir die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen und gucken, ob wir dann die restlichen Mitgliedschaften kriegen. So wird. Erstmal schlafen. Genießt euren Aufenthalt. So. Dann hätten wir gerne Proviant. Akomat spielen können wir noch nicht, aber hier waren noch andere. Einmal der Butler und wer bist du? Auftrag. Meine Herren, ich bin bei meiner Rückkehr aus Evli von räuberischen Banditen überfallen worden, die mir alles nahmen, was ich von den Elfen mitgebracht habe. Sie stahlen sogar meinen Siegelring. Ohne ihn kann ich meine Geschäfte nicht fortsetzen, da ich dann keine Verträge mit anderen Händlern mehr abschließen kann. Ich hörte, die Banditen hatten ein Versteck in der Nähe einer Lagerstätte in Erassia. Aber ich bin kein Krieger, ich würde keine Minute am Leben bleiben. Bitte geht nach Erassia und sorgt für Gerechtigkeit. Okay. Wir wissen zwar noch nicht genau, wo wir hin müssen, aber das versuchen wir mal. Ah, Steinhaut. Das ist sehr praktisch. Wie lange hältst du? 5 Stunden. Okay. Guten Tag. Darf ich helfen? Ja, du könntest uns ein paar Sachen abkaufen. 660, sehr schön. Sonst noch zum Rüstungsschmied. Der sinnigerweise daneben ist. Sehr schön. Guten Tag. Verkaufen dich und dich eigentlich nicht, weil du den Schildskill noch brauchst. Was habt ihr denn hier so? Oh, ein Kettenhemd und Helme und was weiß ich. Aber nee, 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 nee. Das Wichtigste sind jetzt wirklich die Zauber. Bei den Häusern waren wir schon. Hier ist magisches Allerlei. Da können wir die Ringe verkaufen. Kann ich euch helfen? Nämlich dich und dich. Und eigentlich die Schriftrollen hier auch noch. Feuerresistenz. Fackellicht. Vielen Dank. Muss soweit passen. Wiedersehen. Da ist die Kirche. So wirklich wie die Privathäuser sehe ich hier nicht mehr. Also außer da oben auf dem Hang. Da könnten wir mal hinschauen. Weil ich hätte wirklich gern die Mitgliedschaft in der Erdgilde, dass wir für die Druiden auch noch einen Zauber holen können. Das wird das Ganze sehr stark vereinfachen. Bogengroßmeister. Nee. Meisterschütze. Das wäre eine Klassenaufstufung von Schütze zu was Höherem. Wir haben nur keinen Schützen. Trotzdem sollte man die Aufgaben alle machen. Ich will nicht nur jetzt schon alle Aufgaben annehmen, das könnte ein bisschen zu verwirrend werden. Obwohl, wenn ich sie jetzt nicht annehme, werde ich sie garantiert vergessen. Komm mal nur zurück. Wir hätten gerne den Auftrag. Meisterschütze. Ich bin genau der, an den ihr euch wenden solltet, wenn ihr Meisterschütze werden wollt. Aber entscheidet euch bald. Ihr müsst erst die richtige Grundausbildung haben, um ein Meister zu werden.
Also werdet Kampfmagier. Ja, okay. Das dauert eh noch. Also wir müssen erst von der einen Stufe auf die andere aufstufen und dann könnten wir bei ihm von der zweiten auf die dritte. Und auch nur, wenn wir dann gut oder böse sind. Das ist ein wenig komplizierter, das machen wir später. Seelenmagie-Experte. Das klingt doch schon mal schick. Mitglied in der Seelengilde. Dann kann sie schon mal was da machen. Also unsere Lay. Mitglied in der Körpergilde. Mönchsausbildung. Wenn ihr einen guten Lehrer für Mönche sucht, solltet ihr unbedingt mit Bartholomew Hume sprechen. Ihr findet ihn in dem Dörfchen südlich der Stadt Harmondale. Körpermagie-Experte. 1000 Goldstücke. Und hier könnten wir Experte, Meister werden bei dem. Also ja, Körpermagie könnten wir Experte werden, wenn wir genug Gold hätten. Aber selbst wenn ich das Gold jetzt hätte, würde ich es dafür nicht ausgeben wollen. Also, nee. Eine graue Reagenz mit einer Potenz brauchen wir nicht. Da ist aber noch ein Haus und da ist noch ein Haus. Irgendwo muss es doch die Erdmagie-Mitgliedschaft geben. Harmondale? Mit allem Respekt, meine Herren, muss ich sagen, dass niemand damit rechnet, dass ihr lange die Herren von Harmondale bleiben werdet. Schließlich hat noch niemand länger als Herrscher von Harmondale ausgehalten. Die Kämpfe und politischen Streitigkeiten zwischen Erassia und Effli werden euch früher oder später beeinflussen. Wahrscheinlich früher. Okay. Hügelgräber? Die Zwerge leben unter der Erde im Tal der Hügelgräber. Ein Ödland voller uralter Grabstätten, die die Zwergenrasse vor Jahrhunderten errichtete, um gefallene Könige und Helden zu ehren. Nicht alle Hügelgräber können von der Oberfläche betreten werden. Viele sind durch ein System von Tunneln und Teleportern magisch verbunden, um die Gräber von deren zu schützen, die sie ausrauben wollen. Wir? Wenn ihr euch die Wände genau anseht, werdet ihr Markierungen entdecken, die euch bei der Orientierung helfen können. Ist interessant, keine Frage, aber trotzdem hätten wir ganz gerne was anderes. Stehlen werden wir nicht skillen können und entschärfen werden wir auch nicht skillen können. Schade. Da hinten sind schon richtig hohe Berge und nein, wir wollen nicht nach Erassia reisen. Ich habe anscheinend irgendeinen wichtigen NPC verpasst, wo wir die Erdmagie-Schule hätten beitreten können. Hier hinten? Nein, da waren wir schon. Vielleicht in der Kirche oder in einem anderen Gebäude? Gucken wir hier mal rein. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Auftrag. Wir wissen nicht mehr, an wen wir uns wenden können, wenn nicht an euch, die neuen Herren von Harmondale. Die Laterne des heiligen Lichts ist ein wertvolles, heiliges Relikt, das in den erratischen Tempel gebracht wird. Sie ist nicht übermäßig mächtig, aber sie hat einen hohen symbolischen Wert. Ohne sie verlieren die Anhänger den Tempel ihren Glauben. Die Laterne verschwand, als sie von diesem Tempel in die Tempel von Steinstadt gebracht werden sollte. Wir glauben, dass sie irgendwo in den labyrinthartigen Hügelgräbern verschollen sind. Bitte findet sie und bringt sie uns wieder. Also die Hügelgräber, die der andere gerade erwähnt hat. Bei den Zwergen. Vorsicht auf euren Wegen. Hier ist die Ausbildungsstätte. Alchemistischer Bedarf. Bank. Hier waren wir überall. Gibt es hier vielleicht? Da waren wir auch schon. Geist. Körper. Gucken wir mal kurz rein. Verletzen. Verursacht direkten magischen Schaden an Opfer. Der Schaden beträgt 8 Punkte plus 1 bis 2 pro Fähigkeit der Körpermagie. Oh, das kostet zu viel. Mist. Aber ja, hier könnte sie sich jetzt auch einen Kampfzauber holen. Was bist du? Du bist nichts Besonderes. Tunnel der Hexer? Während des Krieges gruben die Hexer einen Tunnel von Nigon bis nach Steinstadt, um das Festland zu erreichen und Terrain zu gewinnen. Obwohl sie von der Rassia wieder auf ihre Insel zurückgedrängt wurden, gibt es die Tunnel immer noch. Okay. Rebellion gibt es hier in Harmondale selten, aber wir hatten einige große.
Die meisten Herrscher bleiben hier nicht lange genug, um sich gegen sie zu rebellieren. Aber es hat doch ein paar wirklich grausame gegeben. Nicht, dass ich euch für grausam halten würde, meine Helden. Mhm. Was bist du für einer? Zwei Geschick permanent. Oh. Sehr schön. Luftmagie. Nö, 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 nö. Wasser. Nur für Mitglieder. Nur für Mitglieder. Na gut, dann werden wir da wohl doch erstmal warten müssen. Aber wir kamen ja doch einigermaßen zurecht bei den Goblins. Vielleicht werden wir noch ein, zwei Mal rauslaufen müssen, aber das ist dann halt so. Dann können wir das erstmal abschließen. Dann haben wir vielleicht genug Erfahrungspunkte, können aufsteigen. Und danach können wir mal zu diesem Dorf südlich von hier gehen. Vielleicht finden wir ja da die Leute, die wir suchen. Also für die Mitgliedschaften. So, links oben sind wir zuerst gegangen. Da war aber noch ein Raum, den wir plündern müssen. Befrieden müssen. Genau, der hier. Den bisschen Kleinkram mussten wir jetzt einmal hier hinlaufen.